Heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die du im Umgang mit deinen Lehrern machen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die du im Umgang mit deinen Lehrern machen kannst. Weil, natürlich, du kannst sehr gut lernen, du kannst motiviert sein und so weiter. Ganz ehrlich, wenn du kein gutes Verhältnis mit deinen Lehrern hast und der dich vielleicht ein bisschen runterziehen will, wird es schwer für dich sein, da rauszukommen, wenn du nicht weißt, wie das genau funktioniert. Und gleichzeitig auch wird dir das ganze Lernen und deine ganzen, ja, die Noten, die du willst, zu bekommen, wesentlich leichter fallen, wenn du ein gutes Lehrerverhältnis hast. Ja, und deswegen ist wichtig, dass du die folgenden drei Fehler eben nicht machst, weil dir das Ganze eben sehr, sehr stark vermasseln kann. Deswegen, Punkt Nummer eins, was viele einfach bei den Lehrern falsch machen, ist, sie versetzen sich überhaupt nicht in die Lage des Lehrers. Ganz oft, wenn Schüler zu mir kommen und sagen, Leo, irgendwie meine Lehrerin ist voll blöd, bla bla bla, da sage ich immer nur, ja, was ist denn blöd an der? Ja, und dann geht es irgendwie los, dass man irgendwie sagt, irgendwie, ja, das ist blöd und das ist blöd und das ist blöd und das ist blöd. Und all diese Punkte sind immer nur aus seiner eigenen Perspektive. Ja, du sagst vielleicht, ja, die sollte uns mal ein bisschen mehr mitarbeiten lassen. Ja, oder, boah, die erzählt immer irgendwas von daheim, das interessiert mich überhaupt nicht, ich will doch hier eine möglichst gute Note haben, wie soll ich mich denn da am Unterricht beteiligen? Alles schön und gut, und das ist ja auch in Ordnung, dass du das Ganze so siehst. Nur was super wichtig ist, dass du anfängst, dich in die Perspektive deines Lehrers zu setzen. Denn dein Lehrer ist auch ein ganz normaler Mensch. Der hat vielleicht ein Ehepartner, hat Kinder daheim, hat auch ein eigenes Leben, hat auch eigene Probleme und auch dem geht es am einen Tag mal besser und schlechter. Deswegen, wenn du die ganze Zeit immer nur auf deine Perspektive pochst, wirst du vielleicht super frustriert sein, wie der Lehrer das Ganze macht, aber der Lehrer macht es vielleicht aus einem bestimmten Grund so. Und wenn du da ein bisschen Empathie zeigst, was auch immer es ist, ja, es kann bei einer älteren Lehrerin sein, ist doch klar, dass sie vielleicht nicht mehr so energiegeladen ist, dass sie vielleicht einfach nur da sitzt und ihren Stoff, den sie seit 40 Jahren ohnehin schon macht, einfach immer wieder runterrattert. So, was würdest du denn machen, wenn du noch 4 Jahre hast, bis du irgendwie deine Rente bekommst und das schon seit Ewigkeiten so machst und es immer ganz gut funktioniert hat? Ist doch vollkommen normal. Ja, und wenn du da im allerersten Moment mal den Lehrer verstehst, bevor du irgendwie versuchst, 100.000 Dinge daran zu kritisieren, wirst du selbst, du für dich einfach dafür sorgen, dass du dich viel, viel besser damit fühlst, ja, und nicht mehr so eine negative Einstellung dem Lehrer gegenüber hast und dass dadurch dann eben auch nicht deine Motivation gekillt wird. Fehler Nummer zwei ist, du kennst nicht das, worauf der Lehrer Wert legt. Ja, auf der einen Seite ist es super wichtig, dass du verstehst, was der Lehrer überhaupt haben möchte, beziehungsweise was aus seiner Perspektive für ihn persönlich wichtig ist. Dann musst du aber zweitens auch verstehen, was ist dem Lehrer denn in Bezug auf seine Schüler wichtig. Und eigentlich ist das überhaupt nicht schwer herauszufinden, nur wenn du die ganze Zeit nicht darauf achtest und einfach total eingeengt immer auf die Dinge guckst, wo du sagst, boah, irgendwie das ist total blöd, dass das so und so ist, dann kannst du darauf eben auch überhaupt nicht achten. Ja, aber natürlich kann man sagen, boah, irgendwie die Noten, die sollten standardisiert sein, die sollten vollkommen objektiv sein, aber gerade im Unterricht und in der Mitarbeit wird das nicht so sein. Ja, das heißt, du musst für dich ganz klar herausfinden, was ist dem Lehrer denn wirklich auch konkret wichtig. Das bedeutet, das kann unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel so unterschiedliche Lehrertypen, kann ich auch gerne nochmal ein Video dazu machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass du einfach, es gibt auf der einen Seite Lehrer, die sind extrem fachbezogen. Ja, das heißt, die sind einfach sehr gut in ihrem Fach. Sind nicht zwangsläufig Lehrer geworden, weil sie so viel Spaß daran haben, mit jungen Menschen zu arbeiten, sondern weil sie das Fach einfach cool fanden. Ja, und wenn das ist, oft in Naturwissenschaften gibt es Lehrer, die sind einfach sehr stark drin, die denken da den ganzen Tag, forschen vielleicht noch an ein paar Dinge. Wenn du so einen Lehrer hast, dann ist es super wichtig, dass du immer richtig gut im Stoff bist. Da brauchst du nicht auf sozialer Ebene irgendwie cool sein, das spielt für dich nicht so eine große Rolle, sondern du musst bei dem Lehrer wirklich gut im Stoff sein, damit du da punkten kannst. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch mal jetzt, ohne jetzt irgendwie Vorurteile haben zu wollen, aber vielleicht den einen oder anderen Religions- oder Ethiklehrer, der jetzt sagt, so, naja, der Stoff ist sowieso sehr viel Auslegungssache, dem vielleicht vor allem die soziale Komponente wichtiger ist. Und wenn du das weißt, dann macht es da vielleicht viel mehr Sinn, wirklich auch nett mit dem Lehrer umzugehen, vielleicht auch zu zeigen, dass du dich vorbildlich mit den anderen Mitschülern einfach auch verträgst und all diese Punkte. Und wenn du das machst, ja, dann ist es einfach super, super gut, weil du wirst dadurch halt einfach genau dich so verhalten können. Nicht, dass du dich selbst verstellst, aber du wirst dein Verhalten so anpassen können, was eben dem Lehrer wichtig ist und so dementsprechend ein besseres Lehrerverhältnis aufbauen und dann auch bessere Noten bekommen. Und Fehler Nummer drei ist, das Lehrerverhältnis nicht zu pflegen. Ja, sei es, dass du entweder sagst, okay, ich verstehe mich mit dem Lehrer überhaupt nicht und deswegen kümmere ich mich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr drum, oder sei es, dass dein Lehrerverhältnis schon sehr gut ist mit der entsprechenden Person und du sagst, oh ja, das wird automatisch so bleiben. Ja, jedes Verhältnis, was du zu jedem Lehrer hast, solltest du immer wie so eine Pflanze, wie so einen Baum betrachten. Ja,
Und so ein Baum, der braucht konstant Sonne, der braucht konstant Wasser. Das heißt, du musst dich immer darum kümmern. Und ich verspreche dir auch, egal wie sehr du denkst, boah, mit dem Lehrer habe ich mir komplett versaut, habe ich mir komplett verbockt, da habe ich schon für so viele Schüler mit entsprechenden Strategien es auch geschafft, dass die wieder normal ist und dann wieder ein sehr positives Lehrerverhältnis hatten. Ja? Das heißt, auch das ist möglich. Natürlich kannst du irgendwo verbrannte Erde haben, aber du kannst sie immer neu streuen, du kannst den Baum auf einem anderen Fleck pflanzen. Und das ist alles super wichtig, dass du da verstehst, egal wie schlecht dein Lehrerverhältnis ist, es kann sich immer neu strukturieren und auch wieder sehr gut werden. Und gleichzeitig auch, wenn du schon ein sehr gutes Lehrerverhältnis hast, dann solltest du es auch konstant pflegen. Wie kannst du es konstant pflegen? Geh nach der Stunde hin und spreche einfach über ein paar Dinge mit dem Stoff. Sei einfach grundsätzlich nett, sei immer pünktlich, fall nicht negativ auf. Das sind so die paar Basics. Bei uns im Coaching gibt es noch ein paar Detailkomponenten, die es auch nochmal auf ein neues Level heben. Wenn du da eben auch mit dabei sein möchtest, dann nutzt da gerne einfach die Bewerbung. Da gibt es eine Webseite von uns. Da kannst du einfach auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung draufklicken. Da kommst du dann da drauf oder eben im ersten angepinnten Kommentar. Und da können wir dann mein Team und ich schauen, wie wir dir konkret weiterhelfen können. Deswegen trag dich da gerne einmal ein und dann sprechen wir mal miteinander. Bis dahin, denk dran, ich glaube an dich.